Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal PC24-Store.de bzw. PC24 Shop und Service. Und zwar mit dem Gamer-PC i7-13700K High-End SSD Revolution für 2999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir zuerst zu dem Gehäusebild. Das ist ein H7 Flow. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das wird unten nicht direkt aufgelistet. Also es steht nicht dabei, welches Gehäuse das ist. Das bedeutet, die hätten da theoretisch freie Hand. Es sei denn, man verlässt sich wirklich auf das Bild. Was das Bild selber angeht, ist eigentlich alles soweit okay. Es ist wirklich nur das Gehäusebild. Da ist jetzt nichts drin verbaut oder so, dass man dann jetzt denkt, wow, wow oder so, sondern einfach wirklich nur das Gehäuse, das ist völlig okay. Starten wir mit dem Prozessor. Das ist ein Intel Core i7-13700K Prozessor mit Originaltakt 3,4 GHz. Warum lese ich das jetzt hier vor? Ich finde es gut, dass sie den Originaltakt eben wirklich ansagen, weil andere nehmen zum Beispiel nur diesen Turbotakt, das wären dann 5,4 GHz und werben auch nur damit. Hier sagen sie speziell 3,4 GHz, das ist in Ordnung. Und zwar ist das dieser hier, das ist ein 16-Kerner, 8 Performance- und 8 Efficiency-Kerne bzw. 24 Threads, also die Performance-Kerne können quasi Hyper-Threading und die Efficiency-Kerne nicht. 24 Threads oder bzw. 16 Kerne ist für alles ausreichend. Wollt ihr rendern, wollt ihr streamen, was weiß ich, Videobearbeitung machen, Bildbearbeitung, also ist wirklich ein guter Prozessor. Danach kommt noch der 13900 bzw. KS davon, aber der reicht für alle ganz dicke. Zum rein Zocken würde sogar nur ein 13600er reichen. Die TDP beläuft sich auf 125 Watt, also bei der Base Power, das ist quasi der Basistakt. Und wenn er boostet, kann er sich 253 Watt reinschrauben. Wollt ihr den übertakten, da es ja ein K-Prozessor ist, kann der sich auch über 300 Watt reinschrauben, wenn er Bock hat. Da haben wir auch gleich noch so ein Thema mit der Kühlung, aber da kommen wir später zu. Was den Speicher angeht, unterstützt er offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Und der kostet 441,34 € beim iFactory. Bevor ich es hier vergesse, das hier ist das Gehäuse. Wie gesagt, es ist nicht genau spezifiziert, ob es das ist. Wenn man dem Bild glauben darf, ja, das ist es. Das hat einen Lüfter in der Front und im Heck vorinstalliert. Das ist schon mal okay, hat auch genug Airflow. Ich würde euch empfehlen, vielleicht in die Front irgendwie sogar drei Lüfter einzubauen, wenn ihr Bock habt, oder zumindest noch oben oder so welche, dass die warme Luft gut entweichen kann bzw. kalte Luft gut reingezogen wird. Aber grundsätzlich ist an dem Teil nichts auszusetzen, das ist okay. Warum es jetzt weiß ist und die restlichen Komponenten schwarz, weiß ich nicht, Geschmackssache, Black-and-White-Bild vielleicht, von mir aus. Und das kostet 130,41 € bei Völkner. Der CPU-Kühler ist ein BeQuiet Shadowrock 3. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 190 Watt. Ja, der reicht, wenn ihr wirklich nur zockt und nicht immer Dauerlast auf diesen Prozessor drauf gebt. Ihr habt ja auch ein gescheites Airflow-Gehäuse, das wird schon irgendwo funktionieren. Das Ding ist einfach nur, es ist ein K-Prozessor, übertakten könnt ihr schon mal komplett sein lassen. Geht der in diesen Turbo-Boost rein, wird der Kühler das auch nicht mehr schaffen. Ich meine, wir erinnern uns, 253 Watt im Maximum Turbo-Power. Und das Ding kann gerade mal 190 Watt wegbringen, wobei man dieser Aussage auch nicht so ganz glauben darf. Das ist eher so eine Orientierungsrichtung, man müsste schon selber testen, aber das wird er dann nicht schaffen unter Volllast auf gar keinen Fall. Und wenn ihr jetzt ein Video zum Beispiel rendert, so wie ich das gerne mal mache, das dauert dann auch gerne mal 10-15 Minuten, je nachdem was das für ein Video ist, vor allen Dingen in 4K, dann wird der gut warm, das schafft er nicht mehr. Und der kostet 49,83 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z790 Gaming XAX. Wir haben hier den aktuellsten Chipsatz mit Intel Z790, auch zum Übertakten auf jeden Fall geeignet. AX, also WLAN und so weiter, auch mit dabei, also WLAN und Bluetooth halt. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler und eine einigermaßen schicke I/O-Blende, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und da unten habt ihr noch Erweiterungsslots für Capture-Cards oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofon und Line-Out, also Line-Out benutzt ihr dann für eure Kopfhörer, beziehungsweise wenn ihr USB-Kopfhörer habt, ist das sowieso wurscht. Dann haben wir noch 3x USB 3.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafik könnt ihr theoretisch sogar nutzen. Macht nur Sinn, sagen wir mal, eure Grafikkarte raucht ab, wie es bei mir im vorletzten Video der Fall war, dann ist sowas schon ganz geil, wenn man sowas hat. Ansonsten benutzt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte.
Dann haben wir noch viermal USB 2.0 und hier halt die Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth. Das ist jetzt kein besonderes Board, es ist aber okay. Das ist ein Ticken über Einsteigerklasse, da es auch schon AX mitbringt, ne, und den aktuellsten Chipsatz. Das normale Gaming X zum Beispiel mit DDR4, da würde ich jetzt sagen, okay, das ist so Einsteigerbereich. Das hier hat auch schon DDR5 mit dabei und eben WLAN und Bluetooth und eine Menge Anschlüsse. Es gibt natürlich auch noch teurere Boards, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die gehen dann in Richtung 600, 700, 800 Euro. Aber für das System, so wie es hier ist mit einem 13.7er und dann noch die 4070 Ti, da kommen wir gleich noch zu, ist es eigentlich ganz okay. Und das kostet 257,12 Euro bei BA Computer in Österreich bzw. 258,99 Euro bei Mindfactory in Deutschland. Kommen wir zum Arbeitsspeicher. 32 GB G-Skill Ripstores S5 DDR5 5200 MTS RAM mit schwarzem Kühlkörper. Die Latenzen sind auch noch wichtig wegen der Preisfindung, weil den gibt es auch mit besseren Latenzen. In dem Fall ist das 36er RAM. Das Ding ist, klar, es ist schon DDR5, aber die Taktrate mit 5200 MTS ist unter der angegebenen Taktrate von Intel selber. Intel sagt zum Beispiel 5600 ganz easy. Die betreiben den hier auf 5200. Ich schätze mal, das ist noch so ein Überbleibsel aus der 12000er Generation, weil die liefen wirklich auf 5200. Aber die konntet ihr auch schon mit 6000 plus betreiben. 6400, 6800, überhaupt keine Seltenheit. Von daher ist 5200 MTS CL36 ziemlich schlecht. In meinem System habe ich 6000er mit CL32, den ich auch auf 6800 geprügelt habe, CL34. Da hat dann Tante Käthe, einer unserer Mods, ein bisschen Hand angelegt und hat mit mir ein bisschen Overclocking betrieben. Und ja, aber 5200 ist auf jeden Fall zu wenig und die Leute, die ein Fertigsystem kaufen, wollen ja meistens nicht overclocken. Auch wenn das System das zulässt, mit dem K-Prozessor und dem Board und so, überhaupt kein Thema. Aber grundsätzlich, der RAM ist einfach zu langsam. 32 GB, da gehe ich mit, überhaupt kein Thema. Auch von der Qualität her sind die schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ein bisschen langsam. Und der kostet 133,85 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti mit 12 GB GDDR6X RAM. Das Ding ist, hier auf dem Bild wird euch eine, ich schätze mal, 3090 Ti gezeigt. Weil die 4070 Ti gibt es nicht in dieser Founders Edition, wie sie hier gezeigt wird. Da gibt es auch noch einen Artikel zu von golem.de, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da wird halt auch gesagt, die erste ADA-Grafikkarte ohne Nvidia Founders Edition Modelle. Ganz einfach. Also ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Dementsprechend fehlt mir hier halt irgendwo der Hinweis dazu, dass es beliebiger Hersteller ist, weil die Karte hier auf dem Bild kann es auf jeden Fall nicht sein. Wir nehmen jetzt einfach die günstigste. Das macht jetzt keinen Riesenunterschied, wirklich. Also ihr habt vielleicht noch ein paar OC-Karten, die haben dann irgendwie 4, 5% mehr Leistung, ein bisschen mehr Kühlleistung, ja. Aber wir nehmen einfach diese hier, die wird auch schon ausreichen. Für WQAD-Gaming, 4K-Gaming und so eine super Sache. Gar kein Thema, FPS ist dazu unten in der Videobeschreibung. Wir haben die auch selber im Haushalt, außer Hogwarts Legacy. Wobei, da ist es mittlerweile auch besser geworden, da gab es ein kleines Update. Also für den normalen Gamer, der, sag ich mal, in WQAD oder 4K zocken will, reicht die. Und die kostet 875 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 2000 GB Samsung 990 Pro M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde. Die ist sauschnell, gar keine Frage. Ob ihr das wirklich ausreizt, ich glaube es nicht. 2 Terabyte? Super Sache, auf jeden Fall. Ich hatte mal irgendwo bei mir im Stream aufgeschnappt, da sagte einer, die hätte irgendwie Hitzeprobleme, aber wir haben ja sowieso die Kühlkörper auch mit dabei. Und wie gesagt, ihr müsstet schon längere Zeit diese Lese- und Schreibraten völlig ausreizen, damit ihr wirklich Temperaturprobleme bekommt. Grundsätzlich ist die Wahl aber okay. Wie gesagt, so schnelle SSDs brauche ich persönlich nicht. Wenn es bei euch anders sein sollte, ist das okay. Und die kostet 207,52 € bei ProShop. Die zweite SSD ist diese Daten-SSD. Zur Erinnerung, die hier soll als System-SSD dienen für Betriebssysteme und die ganzen Programme. Und die Daten-SSD sehr wahrscheinlich nur zum Auslagern eurer Bilder, Videos, Spiele, wie auch immer. Das ist eine 4000 GB Samsung 870 QVO. Viele von euch werden jetzt sagen, so eine 2,5 Zoll SSD hat in so einem System nichts mehr zu suchen. Ich finde, als Daten-SSD, wie sie es hier auch angeben, kann man das noch machen. Es gibt Systemintegratoren, unter anderem Hightech, die schmeißen euch auch noch HDDs da rein. Die haben gerade mal eine Lese- und Schreibrate von 80 bis 100 MB die Sekunde circa. Und da finde ich die schon okay. Ihr habt trotzdem längere Ladezeiten in Spielen gegenüber einer M.2. Wenn wir uns den Preispunkt angucken, die hat jetzt 4 TB und kostet 239 €. Gibt es aber halt für 30 € mehr schon die Crucial P3 und die hat einfach mal das 7-fache an Lese- und Schreibgeschwindigkeit. 6- bis 7-fache circa. Da hätte man die 30 € vielleicht noch in die Hand nehmen können und hätte die da reingeworfen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, insgesamt 6 TB in diesem System finde ich okay. Kann man machen. Nicht ideal gelöst, aber besser als manch anderer. Und die kostet 239 € bei computeruniverse.net. Das Netzteil ist ein 750 Watt Be Quiet Straight Power 11 80 Plus Gold Vollmodular.
Das hat 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold zertifiziert und eben, wie der Name schon sagt, vollmodular. 750 Watt in diesem System, das geht noch in Ordnung, das kann man machen, klar. Was ich ein bisschen schade finde, sie hätten hier schon auf ein RTX 3.0 Netzteil gehen können, weil das bringt schon ein eigenes Kabel mit für die Grafikkarte. Ansonsten müsst ihr halt mit diesem Adapter arbeiten, müsst diese beiden PCI Express Stromstecker da drauf stecken und das eine Kabel in die Grafikkarte. Sieht nicht so schön aus. Erstmal auf jeden Fall besser unterwegs, wenn man jetzt ein RTX 3.0 Netzteil nimmt. Aber es ist jetzt nicht sonderlich schlecht, es ist kein China-Böller, das passt schon soweit. Und das kostet 123,89 € bei Voelkner.de. Dann bekommen wir noch Windows 11 Pro oder Windows 10 Pro dabei. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich würde euch empfehlen, nehmt wirklich Windows 11. Gerade bei dem Prozessor, bei dem 13.7er mit diesem Performance- und Efficiency-Kern, wäre es vielleicht wirklich besser, wenn ihr Windows 11 Pro nehmen würdet. Das ist hier auch schon vorgegeben. Windows 11 Pro 64-Bit, das ist also im Preis schon inkludiert. Dann wären wir hierbei nämlich auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, die zweite SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.598,94 €, das System soll kosten. 2.999 €. Hier ist auch jetzt Windows drin für, wie viel war das eben? 120 € oder so? 140 € sogar. Macht euch einfach selber einen Stick, knallt einen Key da rein, dann seid ihr fertig damit. Auf meinem Kanal gibt es dazu ein Video. Nichtsdestotrotz, wir haben hier jetzt eine Preisdifferenz von ca. 400 €. Das ist jetzt nicht so krass schlimm. Das ist schon viel, aber nicht so krass viel. Also es gibt schlimmere Systemintegratoren. Was mich hier stört, ist die Konfiguration. Der CPU-Kühler ist halt ein bisschen schwachbrüstig. Für den normalen Betrieb geht das, wenn ihr jetzt wirklich das Teil mal fordern wollt. Und ihr kauft euch ja einen 13.700er, damit ihr ihn mal fordern könnt. Passt der CPU-Kühler halt überhaupt nicht und der RAM ist auch zu langsam. Ihr könntet jetzt noch hergehen und auf 64 GB erweitern und nur dann könnt ihr auch die Taktung ändern. Oder auch beim CPU-Kühler könntet ihr auf den BeQuiet Darkrock Pro 4 gehen. Der kriegt das schon eher weg, auf jeden Fall, als der Shadowrock 3. Aber in dieser Grundkonfig, und so wird er jetzt auch angeboten für glatt 3.000 €, ist er halt ein bisschen schlecht konfiguriert. Nicht abgrundtief schlecht, der Preis ist meh, aber naja, ich würde mir so nicht kaufen. So sage ich es jetzt einfach mal. Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren dazu da. Ich bin da immer sehr gespannt drauf. Der Rest am System finde ich stimmt. Bis auf das Netzteil, da hätte man jetzt auch noch RTX 3.0 nehmen können. Und so. Das sind Kleinigkeiten. Was hier wirklich reingräbt, ist für mich einfach der Rahmen und der Kühler. Und ein bisschen der Preis. Ne? Ihr versteht das schon. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.